Ja, herzlich willkommen an alle in der ersten inhaltlichen Live-Session in unserem Wissensmanagement MOOC 2023. Wie ihr seht, geht's mit Dirk Liesch, einem der Koordinatoren des MOOC selbst, heute um das Thema freie Bildung und freie Bildungsinhalte, also ein Thema, was Überlappungen hat mit Wissensmanagement, aber jetzt vielleicht nicht so ein Hardcore-Wissensmanagement-Thema, trotzdem ein spannendes und innovatives. Und ich freue mich schon sehr auf deinen Input, Dirk. Und ich stoppe jetzt mal meine Freigabe, dann kannst du nämlich deine Folien zeigen. Gut, also herzlich willkommen zur heutigen WMOOC Live-Session. Wir haben uns mit Gabriele abgestimmt, dass ich diesmal ein Thema freie Bildung, freie Bildungsinhalte am Beispiel von Smart Object Learning halten werde. Auch weil ich schon seit über 20 Jahren in dem Thema freie Bildungsinhalte tätig bin und auch Vorstandsvorsitzender eben von ARQ BV hier in Chemnitz. Das ist ein Verein, der vor allen Dingen Open Source Software Projekte und freie Bildungsprojekte, OER Projekte fördert und unterstützt und dazu auch natürlich einige Arbeiten erstellt hat. Und es ist natürlich eine der häufigen Themen in dem Bereich freie Bildungsinhalte. Wie kann ich die im kommerziellen Umfeld einsetzen, als Unternehmen, als Freiberufler? Macht das für mich Sinn, als Unternehmen und Freiberufler dort überhaupt aktiv und tätig zu werden, weil andere können ja dieses Wissen einfach übernehmen. Und wenn ich mich dafür interessiere, wie könnte ich das zum Beispiel richtig machen? Was sind zum Beispiel Anwendungsszenarien? Wie komme ich in dieses Thema rein? Und damit soll sich die heutige Live-Session beschäftigen. Also gehe ich ganz kurz mal auf das Thema vom ARQ BV ein, also die Förderung von freien Bildungsinhalten und von freier Software sind halt die Hauptvereinszwecke oder Themen. Und wenn wir von freien Bildungsinhalten reden, dann sprechen ganz viele immer von den sogenannten freien Lizenzen, den Creative Commons Lizenzen, also die CC Lizenzen. Und da gibt es relativ viele verschiedene. Ich weiß nicht, wer sich von euch schon dazu auskennt. Da gibt es also diejenigen, wo man alles damit machen kann. Das ist theoretisch eine CC 0. Das heißt, da braucht man die Autoren nicht zu erwähnen. Man kann die Inhalte nutzen, verändern, weiterverwenden, auch kommerziell nutzen und eben mit dem Inhalt machen, was ich möchte, ohne zu erwähnen, was die Quelle ist. Das ist zum Beispiel eine für mich komplett freie Lizenz. Ein anderer, eine vergleichbare Lizenz ist die der klassischen Public Domain. Dort kann ich das mit Inhalten auch machen. Und dann gibt es die sogenannte CC BY-Lizenz. Und das bedeutet, dass man zwar mit den Inhalten auch ebenfalls alles tun kann, aber grundsätzlich die Quelle mit erwähnen muss. Und auch wenn man Veränderungen daran durchführt an den Inhalten, weiterhin die ursprünglichen Quellen und die Veränderungen mit nennen muss. Das heißt, dort bleibt wenigstens der Autor genannt. Ich kann aber trotzdem die freien Inhalte weiterverwenden. Und das sind die einzigen beiden CC-Lizenzen, die wir als ARQ e.V. als wirklich freie Lizenzen ansehen und auch als freie Bildungsinhalte verwenden. Wer sich im Detail damit beschäftigt, da gibt es ganz tiefe Diskussionen, warum zum Beispiel so eine Share-Alike-Lizenz, also es gibt bei CC BY zum Beispiel noch Share-Alike oder Non-Commercial oder ich darf die Inhalte nicht verändern, die müssen so bleiben, wie sie vorher sind. Und diese Lizenzen haben in der freien Verwendung relativ große Nachteile. Wenn ich zum Beispiel einen Share-Alike-Inhalt nutze und würde den jetzt zum Beispiel um Inhalte meines Unternehmens, also auch vertrauliche Inhalte meines Unternehmens ergänzen und modifizieren, dann würde die Lizenz ja bedeuten, dass ich auch meine vertraulichen Unternehmensinhalte, die jetzt mit reingekommen sind, auch jetzt wieder freigeben muss. Bei Non-Commercial ist es zum Beispiel ganz schwierig. Verwende ich diese Inhalte zum Beispiel auch als Schule und mache gleichzeitig Werbung, dass man für den Schulverein spenden kann, dann stellt sich schon die Frage, das hat was mit Geld zu tun, ist das noch Non-Commercial, wenn ich diesen Inhalt jetzt auf dieser Schulwebsite verwende? Und deswegen gibt es da ganz, ganz viele Seiteneffekte und Dinge, die noch diskutiert werden, wann man die Inhalte wie verwenden kann und für welchen Zweck, sodass wir gesagt haben, Share Alike und Non-Commercial sind zwei
CC-Lizenzen, wo wir sagen, das sind keine wirklich freien Bildungsinhalte mehr, weil das im Detail zu extremen Schwierigkeiten führt und meist dazu führt, dass diese Inhalte dann nicht weiterverwendet werden, weil sobald unsichere Rechtsfragen bei den Nutzern auftreten, gerade im kommerziellen Umfeld, werden die Inhalte dann eher nicht verwendet, als dass man dort ein Risiko eingeht. Und deswegen fördern wir auch, das seht ihr auch hier bei uns beim Business Management MOOC, machen wir das Gleiche, dass wir sagen, nur CC0 und CC BY sind für uns wirklich freie Inhalte und deswegen sind auch beim Business Management MOOC alle Inhalte eine von diesen beiden Lizenzen. So, es gibt eine insgesamt eine größere Arbeit, die sich im Rahmen vom ARACUBE e.V. mit dem Zukunft der Bildung und der Lösung von einigen Bildungsproblemen in Deutschland beschäftigt. Das habe ich jetzt hier mal verlinkt. Das ist dieser Bildung 4.0, also digitale Transformation in der Bildung und umgesetzt mit freien Bildungsinhalten. Hier geht es noch um deutlich weitere Themen, die über die rein freien Bildungsinhalte hinausgehen. Die ganze Vision basiert allerdings auf dem White Paper von 2019, wo es speziell darum ging, wie man freie Bildungsinhalte auf Basis des Abstracts-Modells tatsächlich in der Bildung einsetzen kann. Auf Inhalte von dem Dokument werde ich mich heute öfter mal beziehen. Oder die kommen jetzt mit drin vor in meinen Erklärungen. Hier sind jeweils dann auch die Links enthalten, um darauf zugreifen zu können. Was sind jetzt so die typischen Hemmschwellen bei der OER-Erstellung, die sich ergeben? Und das ganz speziell im Bereich der kommerziellen Nutzung oder auch in der Nutzung durch Freiberufler. Da ist zum Ersten, was man ganz oft hört, ist, dass mein Wissen ist ja mein Kapital und warum soll ich dieses kostenlos preisgeben und wovon soll ich dann leben? Das heißt, das ist ein Thema von vielen Experten, von vielen Coaches, von Trainern, aber auch von Unternehmen. Dazu gehe ich jetzt in den nächsten Themen nochmal drauf ein, wie ich das genau spezifizieren kann, ob das nun wirklich so ist und ob aus diesem Wissen tatsächlich mein Mehrwert für andere Unternehmen entsteht. Ein wichtiges Thema ist natürlich, woher soll ich die Zeit nehmen, hochwertige und dann auch noch freie Lerninhalte zu erstellen? Die nächste Frage ist, woher bekomme ich auch die technische Kompetenz und die richtige Unterstützung, wirklich hochwertige Lerninhalte zu erstellen? Eine Frage ist natürlich auch, wer bezahlt meinen Aufwand, wenn ich die Lerninhalte dann im Nachhinein nicht verkaufen kann und andere, die einfach kopieren und nutzen und ändern können? Und was man auch häufig noch hört, ist dieses Thema, ich bin Fachexpertin für ein bestimmtes Thema, aber didaktische Grundlagen sind für mich fremd und ich bin schon gar keine geborene Lehrerin. Und das sind so häufige Bedenken, denen man entsprechend begegnet. Ein wichtiger Punkt jetzt, wenn man diese Fragen betrachtet, ist, was kann ich als Vorteile erstmal mit digitalen Lerninhalten erreichen und dann welche Vorteile habe ich zum Beispiel dort aus freien Lerninhalten, die zugänglich sind. Das erste ist, wie viele Personen kann ich tatsächlich erreichen? Wenn ich jetzt Schulungen durchführe, Präsenzschulungen, dann ist meist eine Gruppe, sage ich mal, im kommerziellen Umfeld von 8 bis 15 Personen ungefähr das Maximum, wenn ich erreichen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel die eingeschriebenen Teilnehmer für den Wissensmanagement MOOC betrachtet, dann sind wir jetzt bei über 2000 eingeschriebenen Teilnehmern. Die sind nicht immer alle mit dabei. Aber wenn man jetzt überlegen würde, man würde die Leute schulen wollen, über Präsenzkurse kann man sich ausrechnen, wie viele das sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel in unseren Open Academy YouTube-Kanal reinschaut, da sind da jetzt auch gerade im privaten Bereich bei meinem Bienen- und Imkerei-MOOC teilweise Videos von einer Stunde dabei, die 30.000 Mal angesehen wurden. Und jetzt ist die Frage, wie erreicht man so eine Anzahl von Personen über Präsenzkurse? Da ist es relativ deutlich, dass ich dort über digitale Angebote die Menschen erreichen kann. Und zwar in einer größeren Anzahl. Das nächste ist, wann können die Teilnehmer jetzt dieses Wissen direkt erwerben oder die Leute, die eine bestimmte Weiterbildung suchen? Das kennen wir von den früheren Präsenzweiterbildungen in Unternehmen. Das heißt, man kann sich am Jahresanfang oder auch mit der Personalentwicklung einigen, wann man welche Weiterbildungsstufen hat, wann man was
entsprechend lernen kann. Und dann muss man sich zeitlich nach dem Angebot dieses Präsenzkurses oder dieser Weiterbildung richten. Egal, ob man jetzt direkt aktuell im Berufsleben mit diesem Thema zu tun hat oder mit dem Thema nicht zu tun hat. Und dann muss man genau an diesen 1, 2, 3 Tagen auch zu dieser Weiterbildung zum Beispiel fahren können, wenn das eine Präsenzweiterbildung ist. Während ich natürlich bei Online-Weiterbildung, die frei und offen zur Verfügung stehen, meinen Zeitpunkt selber wählen kann. Also ich kann das von zu Hause machen, ich kann das abends machen, nachdem die Kinder im Bett sind. Oder ich kann zumindest, wenn ich so einen Live-Kurs wie heute tatsächlich persönlich besuchen möchte, das von zu Hause ohne entsprechende Anreisezeiten tun. Und mit der Aufzeichnung von so einer Live-Session ist es möglich, dann im Nachhinein noch einige 100 Leute zu erreichen, wie das zum Beispiel typisch beim Business Management MOOC bei den Personen sind, die sich das im Nachhinein angucken. Und eben, das hatte ich schon gesagt, ich bin orts- und raumunabhängig. Das sieht man auch beim Business Management auch ganz gut. Wir haben Teilnehmer aus weit über 30 Ländern, die jetzt eingeschrieben sind und sich auch die Videos anschauen. Und dort kann man natürlich sehen, dass wohl die meisten davon nicht den Reiseaufwand in Kauf genommen hätten, um hier live dabei zu sein. Das sind erstmal große Vorteile von digitalen Inhalten. Und ein weiterer Punkt ist natürlich dieser gesamte Aspekt dieses Flipped Classroom Ansatzes, dass man eben, wenn man das kombiniert mit Präsenzveranstaltungen, das so realisieren kann, dass die Theorie, also das, was man sonst in der Vorlesung zum Beispiel an der Uni erzählt bekommt, die kann man online im Vorfeld über Rechner und über Internet aneignen. Und dann kann man diese gemeinsame Zeit mit den anderen Teilnehmern zum interaktiven Austausch, zum Fragen, zum gemeinsamen Arbeiten nutzen, statt sich also in eine Vorlesung zu setzen und sich berieseln zu lassen von den Inhalten, was ich genauso gut zu Hause machen kann. Das heißt, ich kann gemeinsame Zeit beim Flipped Classroom-Ansatz für die Interaktion, für die gemeinsame Arbeit, für den Austausch untereinander nutzen und verschwende die nicht dafür, jetzt einem Professor zuzuhören, wie er zum Beispiel seine Inhalte runterbetet oder auch einem entsprechenden Dozenten. Der nächste Punkt ist, warum soll ich das jetzt als freie Inhalte zur Verfügung stellen? Einer der großen Gründe ist, wenn ich viele freie Inhalte habe, wie wir das jetzt schon von den Bildern, den 3D-Grafiken von Pixabay zum Beispiel kennen oder anderen Inhaltsquellen aus der Wikipedia, dann erspart mir das selber sehr viel Aufwand, wenn ich diese von anderen erstellten Inhalte nutzen kann und wiederverwenden kann für mich selber. Und deswegen macht es Sinn, wenn gerade bei Inhalten, wo ich sage, das ist jetzt nichts, womit ich unbedingt mein Geld verdienen möchte, wir gemeinsam gute Inhalte erstellen und die gegenseitig wiederverwenden, dann sinkt der Aufwand für jeden Einzelnen, bestimmte Informationen hoher Qualität zur Verfügung zu stellen. Und wir können auch dadurch, dass wir die oft wiederverwenden oder vielfach wiederverwenden, eine entsprechende Anregung geben, die Themen auch entsprechend qualitativ hochwertig zu entwickeln. Und wenn ich eine Präsentation machen muss und muss jede Grafik, jedes Bild, jeden Text selber komplett neu erstellen, dann weiß jeder von uns in der Runde, wie viel Aufwand das ist, um das in hoher Qualität zu erstellen. Gibt es jetzt aber jemanden, der ein Thema, der eine Grafik in einer tollen Qualität erstellt, weil er das gut hinkriegt und alle anderen können das wiederverwenden, dann kann ich insgesamt mit weniger Zeitaufwand viel hochwertigere Bildungsinhalte erstellen, weil jeder eben in Gedanken der Arbeitsteilung nur einzelne Bausteine in hoher Qualität da dazu gibt und damit erspare ich mir das zum Beispiel auch selber Grafiken oder Bilder zu erstellen. Wenn ich mich jetzt entscheide, ich will in diesen Bereich freie Bildungsinhalte tatsächlich jetzt eigene Arbeit investieren, dann stellt sich natürlich die Frage, wie mache ich das genau? Was muss ich alles beachten? Welche Inhalte kann ich verwenden? Wo finde ich die? Welche Lizenzen verwende ich? Ich war am Anfang mal darauf eingegangen. Und dazu gibt es zum Glück auch, so ähnlich wie beim Wissensmanagement MOOC oder bei dem Bienen- und Imkerei-MOOC, den ich mache, auf dem On-Campus den MOOC der OER-Fachexperten. Dort kann man sich also auch genauso frei wie hier das gesamte Wissen zu OER-Lizenzen und wie man damit arbeitet und wie man die richtig referenziert und diese Dinge aneignen. Deswegen habe ich diese Folie mit reingenommen.
weil ich jetzt nicht auf die Details eingehen werde, wie jetzt jeder OER richtig konkret selber erstellen kann und wie die Weiterverwendung am sinnvollsten dort erfolgen könnte. Ich gehe jetzt auf die Details ein, die uns zeigen sollen, warum das für uns auch im Unternehmenskontext oder als Freiberufler tatsächlich auch wirtschaftlich interessant ist, in dem Bereich tätig zu sein. Und dazu habe ich jetzt mir mal so eine Stichpunktübersicht gemacht zum Thema Nutzen der OER aus Anbietersicht. Und da steht dahinter die Frage, was ist unser USP, also unser Unique Selling Point? Also was ist das, was wir wirklich verkaufen? Ist das wirklich einzigartig, was wir zum Beispiel im Bereich Arbeitsschutz, im Bereich Qualitätssicherung oder auch bei grundlegenden Bearbeitungs- und Arbeitstätigkeiten unserer Mitarbeiter an Qualifizierung und Personalentwicklung vermitteln müssen? Ist es wirklich einzigartig, was unsere Azubis in ihrer Ausbildung zum Beispiel zum Zerspanungsfacharbeiter, zum Elektronikfacharbeiter, zum Maschinenbauer und so weiter lernen müssen? Oder ist das etwas, was zum Beispiel alle Azubis in jedem metallverarbeitenden Betrieb oder in jedem chemischen Unternehmen erlernen müssen? Und macht es deswegen nicht Sinn, dass man große Teile der Ausbildung und Weiterbildung eigentlich nach dem Bild betrachten kann, wir sitzen in einem Boot, wir wollen gute Fachkräfte haben. Also die ganzen grundlegenden Kenntnisse können wir eigentlich auch unternehmensübergreifend gemeinsam erstellen, unterrichten, sodass wir gute Bildungsinformationen, gute Lerninformationen für die Ausbildung unserer Fachkräfte haben. Und nur dieser Teil, der wirklich speziell ist, wo sich unser Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil von den anderen real erhoffen kann, das ist vielleicht dieses Spezielle, was für uns gilt und wo wir sagen, das möchten wir vielleicht nicht öffentlich weitergeben. Und wenn man dort in Ruhe drüber nachdenkt, dann findet man sehr große Bereiche, wo man eben sagen kann, das ist eben nicht genau das Spezielle, sondern hier wird es uns helfen, gute Inhalte von anderen übernehmen können. Und wo es sich vielleicht lohnt, dass wir auch selber ein oder zwei von diesen hochqualifizierten Inhalten beisteuern und wo wir in der Gemeinschaft auch mit anderen Unternehmen, zum Beispiel über die Handwerkskammer, die IHK oder Unternehmensverbünde, ich kenne das aus der chemischen Industrie, die machen das zum Beispiel für die Azubi-Ausbildung, dass die dort teilweise die Lernmaterialien für die Azubis gemeinsam erstellen. Und das ist eine Sache, die erstmal für Unternehmen auf jeden Fall Sinn macht. Das nächste ist, was für uns als Freiberufler sehr wichtig ist und was auch Gabriele und ich diskutiert haben, sind die beiden Bilder hier drüben. Das steht als Wissen versus Erfahrung und Wissen versus Können. Die Frage ist, ist wirklich mein Mehrwert spezielles theoretisches Wissen oder Informationen weiterverkaufen zu wollen oder ist mein Mehrwert meine praktische Erfahrung, dieses Wissen in einer konkreten Situation anwenden zu können oder das Können, was sich auf Basis von diesem Wissen entwickelt hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel als großes Unternehmen jetzt zum Beispiel zum Wissensmanagement, zur Erfahrungsweitergabe oder zum Dokumentenmanagement ein neues Projekt anstoße, was mich erstmal in der Investition vielleicht einige 10.000, 100.000 oder Millionen Euro kostet und womit dann 10, 100 oder tausende Mitarbeiter in Zukunft in der Woche 2, 3 Stunden arbeiten. Ist es dort wirtschaftlich wirklich sinnvoll zu sagen, in Ordnung, ich setze jetzt einen Studenten ran, der jetzt bei mir im Unternehmen anfängt oder einen Mitarbeiter, der sich ganz neu über zum Beispiel unseren Wissensmanagement MOOC mit dem Thema beschäftigt, der jetzt die ganzen Methoden lernt, die auch alle gut verstanden hat und diese Person soll jetzt tatsächlich für diese praktische Anwendung im Unternehmen, für dieses reale Projekt, als allerersten praktischen Versuch die Lösung für das Unternehmen entwickeln. So, oder würde ich dann sagen, wenn das jetzt in die erste praktische Anwendung geht, dann nehme ich doch jemanden, der sich damit schon länger auskennt über die Jahre und der jetzt gemeinsam mit meinem neuen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die sich jetzt eingearbeitet hat, dieses erste Projekt umsetzt und dabei die praktische Erfahrung mit reinbringt. Also dieses Wissen, wie kann ich auf konkrete Situationen für konkrete Abteilungen, für die Kultur im Unternehmen jetzt die richtigen Methoden, Mittel, Vorgehensweisen
und Prozesse auswählen, um das zu realisieren. Und wer das jetzt ökonomisch betrachtet, weiß, welcher Aufwand entstehen kann, wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter oder Mitarbeiterin nur auf Basis von dem theoretischen Wissen am Anfang, ich sage mal, praktische Erfahrung sammelt, sich dort für was Falsches entscheidet und ich den Mitarbeitern dann sagen muss nach einem halben Jahr, okay, das war jetzt ein Versuch, so lief es nicht optimal, wir müssen das jetzt nochmal anders machen. Und wir starten jetzt nochmal mit der Einführung von geänderten Prozessen. Diese Situation trifft wohl für sehr viele Experten auch im freiberuflichen Bereich zu, also Berater, Coaches oder sonstige Freiberufler, dass wir denken, dass der Mehrwert vor allen Dingen in dieser praktischen Erfahrung liegt, also die Theorie auf den praktischen Fall anzuwenden und in sehr seltenen Fällen wirklich in diesem Wissen als theoretisches Wissen begründet ist, was ich über die, ich sag mal, den Verkauf von einem Dokument oder von Inhalten auf einer Website erreichen kann. Und wenn das eben nicht dieses Wissen ist, dann kann ich auch sagen, welchen Vorteil habe ich davon, wenn wir jetzt zum Thema hier Marketing, Vertrieb auf der linken Seite gehen, wenn ich mein Wissen selber freigebe als freie Bildungsinhalte und jeder das nutzen kann und das zum Beispiel mit so einer CC BY-Lizenz mache. Das heißt, jeder, der diese Inhalte verwendet oder jede, die diese nutzt, hat damit immer mit dem Autor oder mit der Autorin dieser Inhalte zu tun und verbindet diese Person mit diesem Wissen zu diesem Thema, zu dem Inhalt. Und wenn ich jetzt sage, ich führe so ein Projekt durch oder ich brauche einen Dozenten für meine Studenten zu diesem Thema, zum Beispiel für Gastvorträge, wen würde ich dann als allererstes eventuell anrufen oder in Betracht ziehen, den Auftrag an die Person zu vergeben? Und das ist ein Effekt, da kann Gabriele später vielleicht nochmal zustimmen, den wir eben mit dem Wissensmanagement MOOC auch erreichen, dass wir beide die wir beide den Vertrieb und das Marketing ja nicht so sonderlich mögen, um das sehr positiv auszudrücken, erreicht haben, dass wir sagen, wir müssen weniger Vertrieb machen, weil die Leute uns selber kennenlernen und auf uns zukommen und sagen, in Ordnung, könnt ihr dieses Thema nicht übernehmen und könnt das machen. Also uns hat das einen ganz Teil von unserem Vertriebs- und Marketingaufwand abgenommen, was natürlich ein relativ großer Vorteil ist. Und das nächste ist, was wir selber gelernt haben mit dem Wissensmanagement OpenAcademy.com, mit der Website, mit unserem Kursbuch ist das, jeder muss natürlich sein Wissen selber organisieren und sich merken, was er gerne merken möchte und möglichst strukturiert. Das kann ich jetzt auf meinem Rechner zu Hause machen oder ich kann das jetzt auf dieser WordPress-Website machen, wo alle das sehen. Und auch bei Gabriele und mir ist dieser Effekt jetzt schon aufgetreten, dass wir selber dort ganz gerne nachgucken, um bestimmte Informationen von uns zu finden. Wir haben also im Grunde genommen nur unsere Wissensorganisation öffentlich gemacht und uns dieses Tool aufgebaut, was wir sonst privat auf dem Rechner ja auch tun müssten. Und damit relativiert sich schon wieder ein Teil von dem Aufwand. Auf das letzte Thema Aufwandserstellung, was muss ich selbst erstellen, bin ich auch schon jetzt mehrfach eingegangen. Wenn viele Leute Inhalte erstellen, dann kann ich diese wiederverwenden und entsprechend nutzen. Und deswegen muss ich selber an wirklichen neuen Videos, an neuen Texten, an neuen Fachbausteinen sehr wenig erstellen. Es ist vielmehr spannend, das Thema, worauf ich jetzt komme, welche guten Inhalte gibt es zu Themen schon? Und wie kann ich diese guten Inhalte zu einer vernünftigen Weiterbildung zusammenfassen? Auch das kennt ihr indirekt aus dem Wissensmanagement MOOC, in dem wir nämlich, auch wenn ihr auf die Website jetzt schaut, also die Wissensmanagement-OpenAcademy.com, dann seht ihr, dort sind häufig nur kurze Zusammenfassung der Inhalte erstellt und dann die entsprechenden Links auf die Quellen, die da sind. Und das ist eine Herausforderung, die wir als Fachexperten oder als Nutzer oder Ersteller von freien Bildungsinhalten mit nutzen können, nämlich die Wiederverwendung von dem, was schon da ist. Wenn man sich das überlegt, ich starte neu in ein Thema als Student, als Schüler, als Mitarbeiter, der was sucht, dann stehe ich vor dem Internet und habe diesen wilden Haufen an Bausteinen. Und ich habe keine Ahnung, was richtig und gut ist. Ne? Also nicht der mit blauen Haaren das besonders cool rüberbringt, bringt notwendigerweise den besten Inhalt rüber. Das heißt, das Auswählen
welche Inhalte im Internet richtig sind, welche gut sind, welche in die richtige Richtung führen, ist für Neuanfänger, für die Lernenden sehr schwierig, für Experten in dem Bereich allerdings durchaus möglich, weil sie sich dazu auskennen. Das ist der Gedanke von dem sogenannten Abstract und dem Lernpfadkonzept, was wir auch im Wissensmanagement MOOC umsetzen. Das heißt, wir sagen als Experten, wir schauen als erstes mal, was gibt es denn für Inhalte, die entweder freie Lerninhalte sind im Sinne von OER oder zumindest Inhalte, die frei und ohne Passwort-Wall im Internet verfügbar sind. Und dann sagen wir, diese Bausteine können wir jetzt als Lernpfad zu einem bestimmten Thema für eine bestimmte Nutzergruppe empfehlen. Dass es da verschiedene Lernpfade gibt für die unterschiedlichen Lerntypen, ist zum einen möglich, aber auch für unterschiedliche Zielgruppen kann ich dann unterschiedliche Lernpfade empfehlen. Das ist hier dargestellt mit den verschiedenen Farben. Das heißt aber, der Gedanke ist, ich sehe mich nicht mehr darin, die selber die Videos zu erstellen oder selber die Inhalte zu erstellen, sondern die vorhandenen Inhalte und Videos in eine sinnvolle Reihenfolge für meine Zielgruppe der Lernenden zu bringen und dann nur die Inhalte noch selber zu erstellen, die wirklich fehlen. Und eben darauf zu vertrauen, dass in Zukunft, wenn die viel verwendet werden, auch zu den verschiedenen Themen immer hochwertigere, qualitativ bessere Inhalte entstehen werden. So, und das ist hier nochmal zusammengefasst, diese Lernpfaderstellung. Und jetzt kommt hier nochmal dieser Begriff dieser sogenannten OER Abstracts. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel die Links gefunden und könnte jetzt in der Form von dem Inhaltsverzeichnis natürlich meine Lernenden einfach diese Links entlanglaufen lassen und sagen, folgt jetzt einfach diesen Links und diesen Inhalten. Das hat sich als etwas unpraktisch erwiesen. Das kennt jeder, der so eine Linkliste sieht, sondern es gab mal eine Firma, die hieß Get Abstract, da kam ursprünglich der Idee her. Die haben zum Beispiel kurze Zusammenfassungen von Büchern erstellt, woraus ich entscheiden kann, reicht mir diese Zusammenfassung von diesem Buch, was dort erstellt worden ist, oder sollte ich dieses Buch jetzt komplett lesen oder die Abschnitte komplett lesen? Es ist also sehr hilfreich, zu jedem Baustein, den wir auswählen, unsere Sicht als Fachexpertin zusammenzufassen in 3, 4 Sätzen, eventuell auch mit einem Bild zu verbinden und dann auf diesen Inhalt zu verweisen, sodass die Personen sehen, warum sollte ich mir das anschauen oder reicht mir zum jetzigen Zeitpunkt die Zusammenfassung und dieses weitere andere Unterthema, was drunter steht, das interessiert mich im Moment viel aktueller. Nichts anderes verbirgt sich damit, dass ich also praktisch zu meinen Empfehlungen der Bausteine noch eine kurze Zusammenfassung schreibe, warum ich diesen Baustein empfehle und was da drin ist. Und das zeigt jetzt mal das Bild, wie im Grunde genommen jetzt unser Wissensmanagement MOOC funktioniert, dieser Aufbau dieser kompletten Lerninhalte. Also ich habe hier diese wilden Bausteine im Netz. Da sehen wir uns jetzt als die Fachleute in der Personalentwicklung oder als Trainer da drin, die richtigen Bausteine auszuwählen, um damit entsprechende Lernpfade für bestimmte Zielgruppen zu erstellen. Dabei kann ich jetzt noch sagen, nutze ich da bestimmte Videos, Podcasts da drin. Und bei dieser Betrachtung gehe ich davon aus, dass es viele Leute gibt, die diese Lernbausteine dezentral weiterentwickeln. Zum Beispiel die entsprechenden Trainer von den Unternehmen im Partnernetzwerk, die jetzt die Azubi-Ausbildung gemeinsam machen. Und dann werden in so einer digitalen Bibliothek wie eben der Open Academy nicht die Inhalte, sondern diese Lernpfade, diese Abstracts sozusagen gespeichert. Das ist das, was ihr jetzt zum Beispiel in Wissensmanagement Open Academy findet. Während die Inhalte selber, zum Beispiel die Videos von unseren Live-Sessions, die liegen bei YouTube oder die liegen auf anderen Websites von Projekten, auf die wir verwiesen haben, wo der Inhalt gut ist. Das heißt, wir haben hier eine digitale Bibliothek von sogenannten Lernpfaden und Abstracts. Und diese Bibliothek kann ich jetzt nutzen, um solche Kurse anzubieten wie unseren Wissensmanagement MOOC oder auch solche Flipped Classroom-Angebote, wo ich die Theorie online lernen lasse und nur die Interaktion und den Austausch in Präsenz durchführe. Das ist jetzt für komplexe Ausbildungen, wie zum Beispiel den Zerspanungsfacharbeiter oder auch für einen Bereich, den Wissensmanagement-Experten, wie wir das jetzt machen. Jetzt ist aber die Frage, kann ich das nicht noch ganz anders verwenden? Und das ist das, was wir heute mit dem Smart Object Learning als Thema mit haben. Und das sollen mal jetzt diese Insektenhotels
demonstrieren. Warum? Das wird gleich klarer, weil das eines unserer ersten Projekte ist, die wir als ARRACUBE mit unterstützt haben, als Pilotprojekt, um dieses objektbasierte Lernen zu zeigen, was unserer Meinung nach ein riesen Einsatzpotenzial in der gesamten Gesellschaft hat. Hier sieht man jetzt so ein, zum Beispiel so ein Insektenhotel, und hier sieht man so die klassische Informationstafel zur Weiterbildung von so einem Insektenhotel. Was wir heute in der digitalen Welt allerdings haben, wir haben die unterschiedlichsten Technologien, um Objekte heutzutage zu erkennen. Also ich muss nicht so eine Infotafel da daneben stellen, sondern ich kann jedes Objekt, ob das jetzt eine Person, ein Mensch ist, ob das ein bestimmter Baum, bestimmte Pflanze, ein Insekt ist oder eine Vogelstimme, heutzutage über bestimmte Verfahren der Objekterkennung entdecken. Egal, ob das jetzt an unserer Position ist, dass das System also erkennt, ich stehe jetzt vor dem Kölner Dom, oder ob das tatsächlich eine Kennzeichnung über einen QR-Code ist, einen RFID-Tag, also NFC, ob es eine Sprach- oder Sounderkennung ist, wie die Erkennung von Vogelstimmen heutzutage oder die Erkennung von Personen über Gesichtserkennung. Das heißt, wenn ich jetzt weitergehe bei dem Smart Object Learning, dann haben wir das jetzt an Basis vom QR-Code realisiert, weil das jedes Mobiltelefon, jedes Gerät heutzutage standardmäßig kann und da drauf ist und jeder Mensch das nutzen kann, ohne eine spezielle App zu installieren. Aber alles, was wir jetzt für das Smart Object Learning auf den nächsten Folien noch sehen, geht natürlich mit jeder dieser Objekterkennungsmethoden. Das heißt, die verwende ich, um dieses Objekt zu erkennen. Und jetzt geht es darum, wie nutze ich jetzt diese freien Lerninhalte, um zu diesem Objekt was zu lernen. Und das ist hier, das linke ist jetzt völlig identisch wie bei unserem MOOC. Aber wir fangen jetzt mal von der rechten Seite an. Die Objekterkennung könnte zum Beispiel sein, weil ich das ganz gerne nehme, das ist ein Walnussbaum. Ne? Also wenn man jetzt die Natur im Auge hat, zum Beispiel solche Naturlehrpfade oder das, was häufig in Städten und Kommunen jetzt eine Rolle spielt, hätte man jetzt einen Walnussbaum. Und was würde jetzt Sinn machen, wenn wir über den Baum was erfahren wollen? Dann könnte man daran zum Beispiel ein kleines Schild anbringen. In unserem konkreten Fall ist das so 8x8 cm mit einem entsprechenden QR-Code, der Bezeichnung des Objektes und dann auch noch dem Link darunter, wo der QR-Code hinführt. Und unter diesem QR-Code oder hinter diesem QR-Code befindet sich nichts anderes als der Link zu einem Lernpfad in unserer digitalen Bibliothek. Und auf dem Lernpfad ist jetzt alles zusammengefasst, was ich denn gerne an zusätzlicher Information zu einem Walnussbaum vermitteln möchte. Das kann erstmal sein, dass ein Walnussbaum ist, dass ich immer zwei Bäume brauche, um sich gegenseitig zu bestäuben, weil die sich nicht selbst bestäuben können. Das kann auch sein, wie alt der wird, wie man das Holz verwendet und so weiter. Das kann aber so weit gehen, dass man Rezepte mit darstellt, was man aus Walnüssen herstellen kann, welche Inhaltsstoffe das Ganze hat. Das lässt sich also über solche Lernpfade freigestalten und ich kann auch hier die verschiedenen Objekte, die wir bisher haben, wieder verwenden und kann demzufolge auch verschiedene Zielgruppen damit erreichen. Und ich habe jetzt diesen Objekt aus der Natur genommen, weil das jetzt Themen sind, die man sich jetzt gut vorstellen kann, dass es insgesamt für Mitmachprojekte geeignet ist. Das heißt, für normale Bürger in der Stadt, aber selbst für Projekte von Azubis. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass Azubis im Rahmen ihrer Projektarbeiten jetzt zum Beispiel so eine Lernfahrt zu einem speziellen Thema, zu einer Maschine, zu einem Arbeitsschritt, zu einem entsprechenden Vorgehen beschreiben, aufbauen und in so einer digitalen Bibliothek zum Beispiel als WordPress-Inhalt, als Wiki-Inhalt und ähnliches zusammenstellen und hinterlegen und das realisieren. Und dadurch kann ich für viele Dinge zum Beispiel in meiner Lehrwerkstatt entsprechendes Wissen hinterlegen vom Arbeitsschutz, von der Bedienung, von den Prozessen her, wie ich mit diesem Gerät, dieser Maschine arbeite oder was sich hinter diesem Objekt verbirgt. Sowas kann ich zum Beispiel überall in meiner Lernwerkstatt unterbringen. Ich kann in meinem Unternehmen auf diese Weise eine Betriebsführung durchführen, indem ich diese entsprechenden Symbole, ich sage immer meine Jakobsweg-Symbole, an den entsprechenden Objekten anbringe, wo ich was lernen kann. Und damit kann ich meine gesamten Werke, meine gesamten Lernwerkstätten, meine Azubi-Ausbildung mit entsprechenden digitalen Informationen hinterlegen und ergänzen und weiterbilden oder weitergestalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Wohnungsgenossenschaft eine Schauwohnung mache, also eine Vorführwohnung, die zum Beispiel für ältere Leute
interessant sein soll, die jetzt zunehmend in die Wohnungen zurückkommen, dann sind dort entsprechende Hilfen integriert, die gerade für pflegebedürftige, demente Personen oder für ältere Leute als unterstützende Systeme eingebaut sind. Und in dieser Wohnung wird es ganz konkret werden, all diese Systeme über dieses objektbasierte Lernen hinterlegt, sodass ich mir anschauen kann, wie funktionieren bestimmte Hilfen, die jetzt in der Wohnung eingebaut sind, wofür sind die sinnvoll, wie kann ich die in meine eigene Wohnung integrieren lassen von der Genossenschaft, wie nutze ich eben dieses Smart Home Anwendung, um gerade im Alter entsprechend ein unterstütztes Leben zu gewähren. Und wir können uns das natürlich noch ganz einfach vorstellen bei allen Anwendungen in Städten und Gemeinden, wenn es um solche Lernpfade geht oder Lehrpfade oder ich gehe an Blühwiesen vorbei oder ich habe bestimmte Statuen oder eine bestimmte Architektur in der Stadt, Gebäude mit einer bestimmten Geschichte, kann ich dort das alles über diese Weise einbinden. Und da ich diese Lernpfade als einzelne Objekte, so ähnlich wie wir das aus der Wikipedia mit einem Thema kennen, erstellen kann, kann ich diese Erzeugung von diesem Wissen auch auf sehr viele Personen verteilen. Deswegen ist das hier besonders geeignet für Mitmachprojekte, weil ich hier nur Lernpfade für ein Objekt brauche und nicht für eine komplette Ausbildung. Und deswegen ist das eben für dieses gemeinsame Erstellen von Wissen zu meiner Stadt, zu meinem Unternehmen, zu meinen Prozessen, ist es sehr gut geeignet, weil ich die Lernpfade hier zu diesen Objekten erstelle. Als Beispiel hier hatten wir als erstes als Aracube e.V. mal so einen Wildbienennistblock. Ich hoffe, man sieht den jetzt ein bisschen im Video erstellt. Das ist der auf dem Bild hier da ist. Das heißt, da wurde in der Behindertenwerkstatt, wird das Gesamte erstellt, hier in der Nähe von Chemnitz. Und das erklärt halt das ganze Thema Wildbienen, Blühflächen und Nistblöcke und Nisthilfen. Und wer das gerne möchte, kann auch dann in seiner Freizeit oder nach der Schulung einfach mal den QR-Code anklicken. Dann landet man genau auf diesem Lernpfad, was es alles zu diesem Nistblock, zu Wildbienen, zu Blühflächen und so weiter Wissenswertes gibt, von dem einfachen vom Block bis zu den tiefen Wissen, was man über Blühflächen wissen könnte. Und das zeigt das mal als Beispiel, wie so ein Lernpfad funktionieren könnte. Und das ist jetzt diese Idee, die auf Basis von diesem Jakobsweg Vorbild entstanden ist, dass man in der Stadt dann zum Beispiel Symbole verwendet oder auch in der Wohnung, die einen hohen Wiedererkennungswert haben, dass die genau also solche Augmented Reality der Informationen für die Objekte anbieten, sodass Menschen, die die entdecken, sofort wissen, hier kann ich weiteres Wissen dazu erfahren. Und da gab es eben den Gedanken, dass man zu solchen Themen wie Natur, wie dem Walnussbaum, zur Architektur, Kultur oder Geschichte in der Stadt dann verschiedene Farbcodes noch verwendet, aber ansonsten einen entsprechenden Wiedererkennungswert hat und das eben mit so 8x8 cm Schildern abbilden kann. Selber gibt man seinen Link ein von dem Lernpfad, den man erstellt hat. Der wird in einen QR-Code gewandelt. Da kann man freie Tools verwenden. Ich nutze meistens diesen QR-Code Monkey. Dann hat man den QR-Code und dann kann man dieses Schild selber erstellen und entsprechend dann ausdrucken und produzieren und entsprechend einsetzen. Und auch diese Edelstahlstähle, die hier drin ist, die ist halt auch mit einer Behindertenwerkstatt entstanden. Und das hat damit zu tun, an einem Walnussbaum kann man vielleicht noch das Schild direkt anbringen, an einer Blühfläche oder an einer Blume kriege ich das nicht so gut befestigt. Und deswegen sind diese Stelen entstanden, diese Edelstahlstelen, die auch in der Behindertenwerkstatt gefertigt werden und wo man jetzt diese Schilder auf verschiedene Weise anbringen kann und das dann auch auf Freiflächen diese Informationen entsprechend hinterlegen kann. Das ist hier das hier links dargestellt. Und jetzt kann sich jeder mal vorstellen, wenn man sein reines Unternehmen verlässt, seine Lehrwerkstatt verlässt, seine Musterwohnung verlässt, wo überall in unserer Stadt, Natur und Kultur könnte ich dieses Modell anwenden? Im grünen Bereich, im urbanen Bereich. Und das soll einfach das Bild mal anregen, dass man eine Vorstellungskraft hat, wie man dort eben das Wissen und die Erfahrung zu verschiedensten Objekten unterbringen kann. Und jetzt kann man sich auch vorstellen, man könnte jetzt auch einen Park in der Nähe von Schulen oder in einem Freizeitbereich einrichten, wo man jetzt tatsächlich Infotafeln erstellt, so ähnlich wie wir das bisher kennen, aber wo auf einer Infotafel zum Beispiel die Geometrie der Klasse 5 steht oder die Arithmetik der Klasse 5 oder die Geografie der Klasse 5.
Und damit kann man zum Beispiel diese Unterrichtsräume im Grünen abbilden, indem man sagt, der Lehrplan der entsprechenden Schulklassen kann man als entsprechende Pfade in der Stadt platzieren. Dort können sowohl Klassen zum Lernen in dieses grüne Klassenzimmer gehen, aber das Entscheidende ist auch zum Beispiel Eltern oder Großeltern können mit ihren Kindern mal so ein Thema mit durchsprechen. Und man kann dann zum Beispiel auch Aufgaben verteilen, wie hoch ist dieser Schatten dieser Laterne, wenn die Sonne genau um 12 im Sommer steht auf einer bestimmten Höhe. Dass man also mit Objekten auch mathematische Aufgaben oder historische Aufgaben verbindet und ähnliches. Also auch solche Schullehrpfade lassen sich auf diese Weise praktisch nach draußen transportieren und mit entsprechend Mehrwert verbinden, sodass man also in der Natur lernen kann und nicht bloß am Rechner zu Hause oder im Klassenzimmer. So, und das soll es gewesen sein, was ich rüberbringen wollte zu dem Thema freie Bildungsinhalte und wie man die und wo man die einsetzen kann. Und warum das sowohl im privaten Umfeld, im städtischen Umfeld, Schule, Bildung oder auch im Unternehmen durchaus sinnvoll sein kann. So, und jetzt freue ich mich doch noch auf ein paar Fragen. Ja, vielen Dank, Dirk. Es ist immer wieder faszinierend, mit wie viel Leidenschaft du bei diesem Thema bist und man ja auch sieht, was ihr da mit Aracube so alles macht. Wir haben im Chat schon so ein bisschen auch diskutiert, wobei ich sie gerade, Sigrun, du hast eine Frage bezüglich Wikipedia. Vielleicht magst du die gerade jetzt auch nochmal selbst stellen. Also bei eurem Projekt, dem WMOOC, weiß ich ja, ihr steckt dahinter, ihr pflegt das Wissen, ihr haltet das Wissen aktuell. Aber wenn ich jetzt das Beispiel aus der Natur nehme, irgendwie so ein Lehrpfad im Stadtgarten, wo vielleicht auch Privatleute ihr Wissen beitragen können. Wie sorgt man bei kleineren Projekten dafür, dass das Wissen auch aktuell ist? Denn darauf will ich mich ja verlassen können. Und gerade wenn kein Preisschild dran hängt, dann bedeutet das ja oft für manche Leute in der Wahrnehmung, es hat keinen Wert oder quasi kann ich mich darauf verlassen? Also wie stellst du sowas sicher bei Projekten? Der Gedanke dahinter ist bei Gesprächen auch mit der Stadtverwaltung zum Beispiel aufgekommen, dass ja, wenn die Stadtverwaltung jetzt sich für so eine Blühfläche entscheidet, gibt es ja immer Leute, die stehen wirklich ziemlich stark dahinter und realisieren das Ganze. Und da sind auch die entsprechenden Mittel und die entsprechenden Zeitaufwände stehen da zur Verfügung. Und dort haben wir zum Beispiel von dem Amtsleiter vom Grünflächenamt auch gelernt, dass die Leute, die das realisieren, dort häufig, die sich auch ganz viel Gedanken machen und auch Fachexperten sind und die das eigentlich toll finden würden, wenn andere überhaupt die Überlegungen dahinter verstehen würden, warum bestimmte Sachen genau so gemacht worden sind und nicht anders. Und dass man deswegen sagt, man kriegt tatsächliche Fachexperten dazu, diese Inhalte erstmalig zu erstellen. Was ich dann als Punkt habe, ist das typische Thema auch von der Wikipedia. Wenn man guckt, wenn Inhalte am Anfang erstmalig erstellen, gibt es welche, die sind richtig toll und manche sind noch nicht so toll. Aber auch hier können zu Inhalten sich Gruppen an Redakteuren bilden, die dann diesen Lernpfad zu dem Thema gemeinsam weiterentwickeln. Auch ähnlich dem Wikipedia-Modell und dann diskutieren können, was macht inhaltlich Sinn, was ist qualitativ belegt und was ist tatsächlich eine persönliche Meinung dazu und wo gibt es unterschiedliche Meinungen. Genau das lässt sich hier in diesen Lernpfaden dann auch entsprechend abbilden. Und es ist natürlich so, wenn wir am Anfang in Projekt arbeiten, zum Beispiel einen Wanderweg in der Stadt entwickeln, ne, wo wir an bestimmten Objekten vorbeigehen, dann haben wir dort Experten, die natürlich diesen Weg sich ausgewählt haben und dann dieses entsprechende städtische Wissen zu diesem Museum, zu diesem Haus, zu dieser Architektur am Anfang mit einbringen können. Das ist sicher höher, qualitativ erstmal höherwertiger, als wenn jetzt eine Privatperson dort diese Dinge einstellt zu einem bestimmten Thema. Aber das wird ja auch sichtbar bei diesen Lernpfaden. Und das ist ja auch das, wenn jetzt wir als Experte zum Beispiel in München sagen, wir suchen jetzt einen Lernpfad für unseren Walnussbaum. Gibt es da schon einen? Dann kann ich dort sagen, in Ordnung, ich suche den Lernpfad, den ich bisher am besten finde zu diesem Thema oder den ich gut finde. Den kann ich eventuell noch ergänzen und meine Sachen reinbringen. Aber wie eben bei dem großen Haufen von Lerninhalten, suche ich für mich erstmal mit meinem Wissen den möglichst besten Weg aus. Und damit ist das auch so ein evolutionärer Prozess, dass die besseren Lerninhalte oder die bessere Qualität sich längerfristig durchsetzt.
für meine einzelnen Projekte, wo ich starte, kann ich diese Lernpfade jetzt in möglichst hoher Qualität selber erstellen. In meinem Unternehmen kann ich das sowieso machen. Wenn ich das jetzt für öffentliche Themen oder Mitmachthemen betrachte, dann habe ich natürlich so einen evolutionären Prozess, so ähnlich wie bei der Wikipedia. Das heißt, jeder, der jetzt so einen Lernpfad mit einem Objekt koppelt, also mit, zum Beispiel mit dem Kölner Dom, und das dort anbringt als Stadtverwaltung, wird natürlich erstmal gucken, ist dieser Lernpfad sinnvoll und passt der? Ja, wenn du von evolutionärem Prozess sprichst, hast du dann schon erlebt, dass Lernpfade aussterben, weil man einfach feststellt, dass sich einfach niemand kümmert, dass da keine Community dahinter steht oder aber, dass sie so alt geworden sind, dass sie vielleicht obsolet geworden sind oder die Leute auch über die Jahre hin das Interesse verloren haben, auch wenn das am Anfang sehr groß war. So, also ich kann das jetzt bei diesem Soul-Konzept derzeit, weil wir ja erstmal gucken, dass wir möglichst viele Leute finden, die das jetzt mitmachen, habe ich diese evolutionären Prozesse noch nicht erlebt. Ich habe aber zum Beispiel das Entstehen der Wikipedia von Anfang an erlebt, auch dass dieses Neuerstellen natürlich eine große Begeisterung auslösen kann. Jetzt aber diese Phase der dauerhaften Pflege und dieser mühsamen Diskussion mit anderen, die hier alles in Frage stellen, was man da reinsetzen könnte, natürlich zu einem Problem führt. Und dort ist eben die große Hoffnung in dem Grundgedanke dahinter, also von uns, von Seiten von ARCube-Leuten, die das treiben, dass die Probleme, die wir haben werden, in der Wikipedia schon ein bisschen eher gelöst werden müssen, weil die schon länger da sind. Dass wir also dort, dort gucken können und eben von denen lernen, wie geht man genau diesen Prozess an. Also das ist wirklich so dieser Hintergrund, dass wir jetzt sagen, zum Glück gibt es die Wikipedia, die sammelt diese Erfahrung jetzt gerade alle schon. Und vom Grundkonzept her ist es gar nicht so unterschiedlich. Wir werden also genau dieselben Probleme bekommen, wenn Massenleute mitmachen. Aber erstmal wären wir glücklich, wenn so viele mitmachen. Wenn ich noch was ergänzen darf, ich glaube, da sind wir auch an so einem Punkt, wo es letztendlich um die Kompetenz der Nutzenden geht. Also ich glaube, man sollte hier als Anbieter einfach auch sehr transparent sein. Ja, wie sind jetzt diese Lernpfade entstanden, damit dann auch Nutzer letztendlich abwägen können, ist das quasi, ich sage jetzt mal, ein super kuratierter Lernpfad eines absolut ausgewiesenen Experten oder einer Expertin oder ist das in so einem Mitmachprojekt entstanden mit engagierten Menschen, deren Expertise ich aber nicht wirklich nachvollziehen kann und wo ich vielleicht dann diese Inhalte einfach anders mit ein bisschen mehr kritischer Distanz eventuell rezipiere, als wenn das mit 5 Briefsiegeln ankommt. Also ich glaube, da ist eine gewisse Transparenz einfach auch ganz wichtig, damit eben die Nutzenden in die Lage versetzt werden, zu entscheiden, wie stark sie vertrauen in diese Inhalte. Also ich kann ja zum Beispiel auch in der Wikipedia sehen, wer ist der Autor, wovon jeder dieser Autoren in der Wikipedia die Möglichkeit hat, auch sein Profil dazu hinterlegen, wo ich sehen kann, ist diese Person kompetent oder nicht. Die haben ja natürlich jetzt den Status erreicht, dass das schon so viel kontrolliert ist, dass ich mich relativ gut darauf verlasse, ohne auf die einzelnen Autoren zu gucken. Aber auch dort habe ich die Möglichkeiten zu sehen, von wem kommt der Inhalt. Also wer hat das Ganze erstellt, wer steht dahinter bisher? Ja, Adriana hat eine Frage. Ja, genau. Und zwar, wenn man jetzt als Firma so offene Lerninhalte zur Verfügung stellen möchte, weil ich sage, okay, wir sind jetzt Experte im Thema XY und verkaufen eventuell auch Produkte in dem Bereich und stellen dann dazu noch Wissensinhalte zur Verfügung. Habt ihr da Erfahrung gemacht, wie kritisch das ist für Firmen, wenn sie da so Wissen zur Verfügung stellen? Also meinst du jetzt intern den Mitarbeitenden oder auch nach extern in Richtung der Kunden? Ja, genau, in Richtung der Kunden. Gut, das ist wahrscheinlich eine Lizenzfrage, oder Dirk? Es gibt ja diesen Trend schon seit schon etlichen Jahren, dieses Content-Based Selling, dass ich also nenne, zu meinen Produkten natürlich auch entsprechende Mehrwerte, Informationen, Inhalte zur Verfügung stelle. Am besten ist es ja bei den Baumärkten heutzutage zu sehen, die ganzen Projektbroschüren rausgeben. Das geht in etwa in diese Richtung. Und jetzt ist die Frage, mache ich das nach freien Lerninhaltslizenzen oder mache ich die nach proprietären Lizenzen? Und meiner Meinung nach ist dieses Erstellen, wenn das schon mal gemacht wird, mit freien Lerninhalten insgesamt wünschenswerter,
als Hornbach muss ich jetzt gucken, ob das nicht Obi gleich wegnehmen kann. Aber wenn ich es als CC-BY mache, würde ja immer dastehen, dass es ursprünglich meine Inhalte von Hornbach sind. Also wäre das auch nicht das Problem. Weil ich habe jetzt so oder so, wenn ich Inhalte öffentlich mache, natürlich die Lizenzfragen zu klären. Also wenn ich jetzt Bilder kaufe oder Grafiken kaufe von bestimmten Bildanbietern, dann kriege ich natürlich auch häufig nur beschränkte Lizenzen, die ich dann nicht ohne weiteres freigeben kann, wo dann jeder diese Inhalte nutzen kann. So, wenn ich allerdings jetzt viele habe, die auch gute Grafiken, man sieht das gerade, die 3D-Grafiken, die sich so weit verbreitet haben heute in Präsentationen, die ich auch häufig hier verwendet habe, die sich auf die auf Pixabay zur Verfügung stehen. Wenn solche Sachen erstellt sind, dann kann ich die natürlich auch für freie Inhalte relativ gut verwenden. Das heißt, es ist bisher immer noch ein bisschen mühseliger, richtig gute, freie Inhalte zu finden, aber es wird besser. Und wenn man selber die Inhalte wirklich komplett erstellt, so als Video an Maschinen oder ähnlichen Sachen, dann hat man ja die entsprechenden Rechte und kann das auch dann entsprechend entscheiden, ob er das freigibt, gerade für die Azubi-Ausbildung für die Chemielaboranten, glaube ich, wird das jetzt ziemlich Ja, wobei intensiv ich getan. glaube, Adrianas Frage war genau andersrum, ne? Wenn jetzt Primavera einen Fremdinhalt nutzt, um den dann wieder den eigenen Kunden zur Verfügung zu stellen, ne? Und das ist aber auch genau wieder die Frage der Lizenz. Und ich vermute mal, Dirk, dass auch da die CC BY-Lizenz wahrscheinlich die unproblematischste ist. Also, dass man prüft, ob der Inhalt, den man da gerne verwenden möchte, eben unter CC BY-Lizenz Ja, genau. verfügbar Also das ist. sind, das ist jetzt bei den Creative Commons, die sind die typischsten Lizenzen, die es jetzt dazu gibt. Wären es also die CC BY, da muss ich die Quelle nennen, kann den Inhalt aber nutzen, verwenden und alles damit machen, muss aber dann die Quelle oder den Autor nennen. Und bei CC 0 oder Public Domain, da brauche ich gar nichts erwähnen. Das ist das praktisch, wie ich Pixabay-Inhalte verwenden kann. Und gerade bei Bildern und Grafiken macht es teilweise auch Sinn, das mache ich dort auch, dass ich das als CC 0 weitergebe, wenn das Inhalte sind, die sich zum Beispiel für Collagen oder für solche komplexen Bilder, wie wir jetzt hier sehen, nutzen lassen, weil ich ja sonst, ich sag mal, ein ganzes Buch von Quellenangaben mit dahinter bringen müsste, wenn ich dort 20, 30 verschiedene Bilder kombiniere. Und dort ist es am besten, dort hier CC0, also Public Domain Inhalte zu verwenden. Bei Pixabay ist das der Fall. In der Wikimedia ist es nicht so, ist es nicht der Fall. Da ist es häufig CC BY, also in vielen Fällen. Und dort muss ich eben gucken. Und Da bei habe ich gerade den noch eine Frage, weil sonst, ich habe es, glaube ich, verstanden. Das danke, Dirk, aber ich glaube, dass um es noch konkreter irgendwie zu formulieren ist, ist das, inwieweit dann das Unternehmen, wenn es jetzt auch so eine öffentliche Wissensaustauschplattform bietet, eventuell eben selber Wissen zur Verfügung stellt, aber dann eventuell auch von Kunden oder anderen Leuten, die halt nicht mit dem Unternehmen zu tun haben oder dort arbeiten, aber dann natürlich das Wissen nutzen oder eben auch weiterentwickeln. Wenn sie dann da dürfen, also Diskussionen entstehen, inwieweit haftet das Unternehmen dann für diese Inhalte, die dann dort entstehen, durch Nichtmitarbeiter, sage ich jetzt zum Beispiel, aber einfach durch die Öffentlichkeit, die da drin mitwurschtelt, sage ich mal. Naja, Oh, das ist jetzt eine sehr juristische Frage. das ist juristisch war. Okay. Ja, passt. also Weiß ich jetzt. normalerweise ist im Rahmen man kann sich die CC BY-Lizenzen jetzt anschauen. Deswegen gibt es ja da einen richtigen Lizenzinhalt, der eben auch eine entsprechende Haftungsbeschränkung enthält, die wohl weitestgehend greifen und funktionieren sollten. So, natürlich wird jetzt dieser Fall sein, wenn ich jetzt als Chemiekonzern oder als Pharmaunternehmen ein bestimmtes Medikament beschreibe, dann muss zumindest wahrscheinlich das stimmen, was ich da reinschreibe. Und wenn hier jemand, der aufgrund diesen Inhalts dann Schaden erleidet, muss zumindest, wenn es von mir kommt und noch nicht von jemand anders verwendet worden ist, werde ich natürlich dafür sicherlich gerade stehen müssen, würde ich mal sagen. Aber eben, ansonsten sind die Lizenzen versucht so zu gestalten, dass dort eben gerade, wenn die weiterverwendet werden, sind das ohne Garantie und Haftung passiert. Das ist auch eins der großen Risiken heutzutage, wenn ich freie Bildungsinhalte verwende.
die Gesichter und Personen zeigen als Fotos. Da ist nicht immer hundertprozentig klar, auch bei Inhalten in der Wikipedia oder auch im Pixabay, ob es tatsächlich diese Modelverträge gibt, wo diese Personen wirklich schriftlich genehmigt haben, dass ihr Gesicht über Personenrechte dafür verwendet werden kann. Deswegen dort muss man im Konkreten jetzt immer ein bisschen vorsichtig sein. Also alle diese Bilder, wo noch das Persönlichkeitsrecht greift. Normalerweise gibt man das an, dass man diese Rechte hat und die Personen dem zugestimmt haben, aber die werden nicht direkt mit kontrollierten hochgeladen, diese Modelverträge, sodass man sich da wirklich bloß auf den Einstellenden verlassen kann. Und im Zweifelsfall gibt es eben diese Genehmigung von der fotografierten Person nicht. Also das ist nicht ganz risikolos, gerade bei Personenbildern zum Beispiel. Ah, das heißt, selbst wenn der gesamte Inhalt unter CC BY läuft, kann es mir passieren, dass in dem Inhalt selbst wieder ein anderer Inhalt ist, wie so ein Personenfoto oder vielleicht eine Grafik von jemand anderem, die verwendet wird, die eben nicht CC BY ist und wo ich dann quasi so indirekt wieder. Bei der Grafik sollten eigentlich die Ersteller darauf geachtet haben, nur frei diese Lizenzen zu verwenden. Aber gerade dieses Persönlichkeitsrecht, ab wann ein Foto von Menschen gerade freigegeben werden kann. Ich als Fotograf sage, das ist CC BY, aber solange das unter 5 Personen ist oder eine Person besonders deutlich zu sehen ist, greift ja dieses Persönlichkeitsrecht, was auch in jedem Land ein bisschen anders gehandhabt wird, ob ich das verwenden kann. Und ob diese Person jetzt vor dem Foto, dem Fotografen, einen Modelvertrag unterzeichnet hat, dass dieses Foto als freies Inhalt verwendet werden darf. Das kann ich nicht kontrollieren. Also gerade bei Personenfotos ist es ein bisschen tricky, das wirklich hundertprozentig zu überprüfen. Also die Fotografen sowohl bei der Wikipedia als auch bei Pixabay geben an, dass dieser Modelvertrag vorliegt bei Personen, aber für richtig überprüft wird dieser Vertrag nicht. Also da ist bloß die Aussage von dem, der das hochstellt. Aber wenn ich das Bild jetzt bei mir in Inhalten weiterverwende und das haut nicht hin, na, dann kann natürlich die Person auch bei mir ankommen und sagen, hier, dazu gibt es keine Genehmigung. Und wenn ich jetzt einen Flyer in einer großen Auflage oder einen Firmenprospekt erstellt habe in einer großen Auflage und muss das einstampfen, weil das Recht von der Person ist nicht da, ist ein bisschen unschön. Also am besten dann doch den Justiziar einbeziehen. Ja, das denke ich mir. Weil ich finde das eben voll schön, den Gedanken, was ihr da erzählt. Und aber die haben immer Bedenken, das stimmt natürlich. Ja, also als Firma ist man dann immer irgendwie ein bisschen kritisch, gell, was man dann unterstützen kann. Weil ich denke, das ist einfach nochmal eine andere Qualität, jetzt solche Inhalte dann auch extern zu nutzen in Richtung der Kunden. Ich glaube, wenn in einem ersten Schritt solche freien Lerninhalte einfach intern genutzt werden zur Unterstützung der eigenen Fort- und Weiterbildung, ist das erstmal deutlich weniger. Ja, klar. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist eigentlich die Kunst dabei, das Wissen, was eh schon da ist, daraus eben wohlstrukturierte Lernpfade zu generieren, die dann dem, der was sucht oder braucht, dann das leicht finden kann und drauf zugreift. Und halt auch die guten Inhalte zu finden. Ne? In diesem Wust an Inhalten wirklich die Rosinen rauszupicken, das beste Video zu finden zu einem Inhalt nach Möglichkeit. Ja. Genau, und hier ist das Risiko auch nicht vorhanden in der Form, dass ich dann ja nur diese Zusammenfassung und diese Linkliste erstelle und dabei natürlich dieses Verletzen von irgendwelchen Copyrights und Fotorechten normal kaum vorkommen kann, weil den Text erstelle ich ja selber. Ich kann auf diesen freien Inhalt dort verweisen, der dort ist, und demzufolge habe ich gerade bei diesen Lernpfaden und bei diesen Abstracts das Risiko nicht, weil ich ja den Inhalt nicht kopiere, sondern darauf verweise, dass er schon da ist. Und wenn jetzt jeder sagt, er stellt selber hochwertige Inhalte, nur die einzelnen Bausteine, wo er wirklich alle Rechte hat und darauf zugreifen kann, weil er zum Beispiel das als Video an der Maschine erstellt und das mit dem Personalrat geklärt ist, ne, dass die Mitarbeiter das so zeigen dürfen können oder die Gesichter nicht mit drauf sind, dann entstehen diese Inhalte, wo wirklich die Rechte freigegeben sind und wo ich eben nicht in dieses Fragezeichen komme, kann ich das verwenden oder nicht verwenden. Wir sind schon etwas über der Zeit. Genau. Dann halte ich auch mal die Aufzeichnung an.